Ein bisschen Wind, ein sicheres Boot und ein umsichtiger Steuermann, dem man vertrauen kann. Das sind die richtigen Zutaten für einen unbeschwerten Segeltörn. Herzlich willkommen bei Echo und bei einer Geschichte, in der den Steuermännern gar nicht so recht zu trauen war. Ausgerechnet führende Manager der Telekom Austria sind in den Verdacht geraten, bei Kursmanipulationen beteiligt gewesen zu sein. Sie haben dabei fette Prämien kassiert, fette Bonuszahlungen und das Unternehmen im eigenen Sinn gesteuert, nicht so sehr im Sinn der Aktionäre. Hans Raberl ist der Frage nachgegangen, wie das überhaupt passieren konnte, wie man so etwas künftig verhindern kann und was die Folgen des Skandals sind. Mittwoch letzte Woche. Der aktuelle Steuermann der Telekom Austria, Hannes Amelsreiter, präsentiert die Halbjahresbilanz. Der Mann bemüht sich um Kontenance, doch er weiß, Sieger sehen anders aus. Der Vorstand muss seinen Aktionären ein eher enttäuschendes Unternehmensergebnis präsentieren. Freilich, der Miene ist abzulesen, dass die Bilanz im Moment nicht das eigentliche Problem des Telekom-Kapitäns ist. Die wirklichen Sorgen hat er diesen Herren zu verdanken, seinen Vorgängern. Dem Telekom-Vorstand des Jahres 2004, damals unter Leitung von Generaldirektor Heinz Sundt. Seit Wochen tauchen immer neue Seltsamkeiten aus der Ära Sundt auf, die einen dunklen Schatten auf die Telekom werfen. Die Geschäftsgebarung seiner Vorgänger bringt den amtierenden General in einen permanenten Erklärungsnotstand. Ich möchte mit einer Darstellung beginnen über die Situation, die mich schockiert und die in die Vergangenheit zurückreicht. Wir haben die interne Aufarbeitung der Causen seit Auftauchen der ersten Hinweise mit Nachdruck verfolgt. Ausgangspunkt sind die Untersuchungen der Justiz gegen den Lobbyisten Peter Hochecker in der Buwog-Causa. So ganz nebenbei finden sich in den Unterlagen der Hochecker-Firmen immer wieder auch Belege und Hinweise auf Malversationen, die in die ehemalige Top-Etage der Telekom führen. Die frühere Telekom-Führung hat dem Lobbyisten horrende Beträge zukommen lassen, die dieser sehr großzügig für eher nebulose Gegenleistungen weitergegeben hat. Unter den Nutznießern finden sich so illustre Herren wie der ehemalige Vizekanzler Hubert Gorbach, dem man angeblich Hunderttausende Euro für seine Privatsekretärin überwies. Oder der Geschäftsmann Alfons Mensdorf-Pouilly, der für Vermittlungen mehr als 1 Million Euro erhalten haben soll. Besonders unangenehm, die Telekom-Manager haben sich auch selbst bedient. Um sich fette Boni in der Gesamthöhe von 9 Millionen Euro auszahlen zu können, haben die ehemaligen Manager den Aktienkurs der eigenen Firma manipulieren lassen. Gegen Bargeld im Kuvert hat ein externer Broker der Wiener Euro-Investbank die Kurse nach oben gepusht. Verwendet hat er dafür Gelder der Telekom, zum Schaden des Unternehmens bzw. seiner Eigentümer, der Aktionäre. Die Finanzmarktaufsicht wäre dazu da, genau solche Gaunereien zu verfolgen. Bereits 2004 untersuchte man Auffälligkeiten rund um den plötzlichen Anstieg der Telekom-Aktie. Der Kurssprung, den damals die Telekom-Aktie innerhalb von Sekunden hingelegt hat, war öffentlich bekannt. Wir haben sofort Ermittlungen aufgenommen, haben sofort festgestellt, welche Bank, welche Leute haben hier diese Kursmanipulation, und es war eine Kursmanipulation, für wer war dafür verantwortlich. Das wurde ganz schnell ermittelt. Das Problem zum damaligen Zeitpunkt war, diese Manipulation des Kurses durch diese Bank war nicht strafbar. Damals waren keine Gesetze da, dass das auch strafrechtlich oder verwaltungsstrafrechtlich zu ahnden gewesen wäre. Das damals geltende Börsegesetz war hoffnungslos veraltet. Der Straftatbestand wurde erst mit einer Novelle ein Jahr später eingeführt. Auch der Nachweis, dass der Broker im Auftrag der Telekom-Manager agiert hatte, konnte von den Finanzmarktaufsehern nicht erbracht werden. Der damalige stellvertretende Finanzchef der Telekom und nunmehrige Kronzeuge der Justiz, Gernot Schießler, beauftragte und bezahlte den Broker in stillen Seitengassen des Wiener Naschmarktes geheim und ohne Zeugen. Seine Aussagen und die Hochecker-Belege ermöglichen nun, spät aber doch, einen Nachweis der manipulativen Zusammenarbeit. Wie dann schlussendlich klar war, aufgrund von Hausdurchsuchungen in einer ganz anderen Causa, wo Rechnungen gefunden wurden, die belegt haben, dass es einen Kontakt zwischen Telekom und der betroffenen Bank gegeben hat,
haben wir sofort alle unsere alten Ermittlungsakten an die Staatsanwaltschaft übergeben. Und die Staatsanwaltschaft hat in der Folge diese Ermittlungen aufgenommen. Nicht nur die in Kursmanipulation involvierten Telekom-Manager, der ausführende Broker und die allgegenwärtige Zentralfigur Peter Hochegger erscheinen in einem schlechten Licht. Weil die Bonuszahlungen in den Vorstandsverträgen unmittelbar an den Aktienkurs gekoppelt waren, wird mittlerweile auch Kritik am damaligen Aufsichtsrat der Telekom laut. Die Versuchung war sehr groß, durch Beeinflussung des Kurses hier einen wirtschaftlichen Sondervorteil zu erreichen. Und daher ist das auch vor allem den Beratern ein massiver Vorwurf zu machen, aber auch dem Aufsichtsrat, der unkritisch solche Pläne genehmigt hat und eingeführt hat. Auch der frühere OMV-Manager und Kapitalmarktberater der Finanzministerin Richard Schenz teilt diese Meinung. Dass also der Aufsichtsrat wirklich hier sehr, möchte sagen, laienhaft agiert hat, das würde man heute nicht mehr machen und würde auch nicht dem Kodex entsprechen. Und das Zweite ist das Management, dass, wenn sie das gemacht haben, die Gerichte befassen sich damit, daher brauche ich mich nicht besonders äußern dazu, das Ergebnis werden wir ja sehen, äußerst unverantwortlich und dumm agiert hat. Den ehemaligen Telekom-Granden wird Untreue und Kursmanipulation vorgeworfen. Bei der Justiz geht man davon aus, dass die Vergangenheit der Telekom damit aber noch lange nicht aufgearbeitet ist und rüstet auf. Ab 1. September wird die bisherige Korruptionsstaatsanwaltschaft mehr Personal bekommen und auch für große Wirtschaftsverfahren à la Telekom zuständig sein. Für Arbeit ist gesorgt.